Hallo Leute, ja, wir sind hier in unserem Lager. Wir hatten hier, wir müssen Bärengarten machen, primitiven Hochofen und heiße Quelle. Heiße Quelle hatten wir, glaube ich, schon freigeschaltet im Technikbaum. Da ist sie. Und dann war da noch der Hochofen. Und da unten ist der. Das heißt, da brauchen wir 3 Punkte für. Wir haben aber nur einen und wir sind auch nicht Level 10. Da müssen wir erst upgraden. Und das dritte war halt der Bärengarten. Aber den können wir ja schon bauen. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier rüber. Guck, da wird gerade gesprengt. Bauen. Den können wir jetzt hier neben setzen. Zack. Und dann baut man den Bärengarten. Nein, nicht Escape drücken. Da laufen auch schon ganz viele hin. Das ist schon mal gut. Wie sieht es hier mit Essen und denen aus? Okay, hier sind 29 drin. Das ist ein bisschen viel. Ohne. Okay, hier ist auch noch das Essen nicht fertig. Dann machen wir das vielleicht mal schnell. Ah, 6 Stück nur. Kriegen wir schnell fertig. Und wir gehen aufs Logo und Großbildschirm. Hätte ich beinahe gepennt, ne? So, und dann kommen da die Bären rein. Pilze, wo sind die denn weg? Achso, die habe ich mir irgendwann auch aufgesammelt, genau. Zack, das fertig machen. Aber das kann wer anders machen. Pfeile hatte ich auch schon mal aufgegeben. Jetzt haben wir wieder welche. Das heißt, wir können auch wieder was tun. Ja, wunderbar. Er macht hier schon mal Wasser drauf. Überfall. Da kommen Wilderer Spätrupp, okay. Ist ja auch nichts Neues, ne? Sind aber 3, ne? Ja. Na, dann schauen wir mal, wo sie sind. Da hinten laufen sie. Kann man die von hier schon treffen? Ich den eingefangen? Nee, ne? Oh, macht den einer tot, ey. Wo sind die anderen 3? Wie kriege ich die Kugel weg? Gar nicht, ne? Wenn ich die einmal in der Hand habe, habe ich schon verloren, ne? Hey, der geht in Deckung oder was? Wo ist mein Fadenkreuz? Was ist denn jetzt los? Ein Bug? Sieht wohl so aus, ne? Ja. Schauen wir mal. Schisser oder was? Warte mal. Nee, geht nicht. Oder? Nee. Krieg ich den auch noch umgebracht, wenigstens? Dein Lager wird von. Na super, wo ist er? Gegner zurückgeschlagen. Schade, wieder ein Pfeil verloren. Mal gerade hier sind, ne? Wo ist denn jetzt die Axt? Da. Dann nehmen wir das gerade mit. Also das war gerade ein bisschen buggy, würde ich sagen, ne? Okay, da hinten ist noch was, was wir vielleicht gebrauchen können. Das sollten wir vielleicht mal holen. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist was Besonderes. Was ist das? Oh, auf der anderen Seite ist noch eine Truhe. Gummus rote Bär. Ne, du hast Notizen eines Schlüsselfunken. Okay. Und hier ist noch eine Truhe. Palsphären, 2x Goldmünzen 490. Okay.
War da? Also ein Stein. Gibt's hier was Schönes? Nicht wirklich, ne? Okay. War hier nicht irgendwo so ein grünes Ding? Wohl nicht. Ich dachte, das wäre hier unten irgendwo gewesen. Warte mal. Nee, oder? Ah, da unten drauf war es, aber das ist nicht mehr da. Okay. Gut. Ja, wir müssen so ein paar von denen noch haben, ne? Weil irgendwie 10 Stück von jedem muss man haben, damit das geht. Und wir brauchen auch noch da 3, ne? Okay, wo ist das Ding jetzt hin? Habe ich ihn schon gefangen? Da ist er. Okay, und jetzt brauche ich noch einen. Tiki-Piki, 9 habe ich von 10. Okay, einer fehlt mir noch, da gibt es irgendwie einen Bonus, ne? Jetzt ist natürlich keiner da wahrscheinlich, ne? Es fehlt mir noch einer, aber der ist nicht da. Das ist ein. Aber warte mal, die eine Aufgabe kann ich auch dadurch beenden, dass ich den nehme. So, da haben wir nämlich die 30 Pals gefangen. Und? Ja, nimm deine Ausrüstung und den Pals, mach dich bereit und zieh den Boss im Turm des Reines Syndicates. Okay. Haben wir hier irgendwo noch so ein Hühnchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier unten. So ein Schild. Da hinten ist eins. Dann kriegen wir 10 von den Dingern, dann kriegen wir auch eine Belohnung. Glaube ich. So, das ist nämlich der 10., oder? Ja. Bonus 141. Erledigt. Was ist mit B? Warum blinkt B jetzt gerade? Kann ich doch jetzt nichts bauen, oder? Aber so eine Falle, die müsste man mal hier hinstellen, ne? Da fängt man ja kleine Parts mit, oder wie war das? Wo ist er denn jetzt? Ich habe natürlich jetzt kein Holz und keine Steine hier, ist klar. Wie viel brauche ich von denen wohl noch? Sehen wir erst, wenn er tot ist, ne? Dann wird das ja angezeigt, oder? Da habe ich wohl genug, da ist nicht so eine Skala. Hungrig. Okay. Was haben wir jetzt noch hier so? Ganz viele schicke Sachen, ne? Okay. Da hinten sind noch ein paar Agro oder was? Und wie groß ist der? 33. Ich glaube, das schafft man nicht. Ist das eine Palsphäre? Ne. Gibt es hier noch was zu holen so? Nicht wirklich, ne? Geh mal an die Seite. Hier sind noch ein paar Wolle-Leute. Mein Feuerchen, was ich mal da gemacht habe. Die Kätzchen. Da sind auch noch welche, aber ich glaube, hier ist jetzt nichts Interessantes mehr. Was können wir denn noch hier mit Level Up machen? Werte erhöhen. Statuspunkte 3.
Ausdauer wäre bestimmt ganz nett. Da gibt es 10 Punkte, okay. Verteidigung kann ich nicht erhöhen, Arbeitstempo, Gewicht. Mittlerweile wäre schon Gewicht auch eine Alternative, aber Angriff. Machen wir Angriff auf 106. Gut, dann haben wir unsere Punkte verteilt. Die haben wir nicht mehr. Gibt es hier noch irgendwo ein neues Pal? Also die laufen ja immer weg. Sieht so aus, als ob ich den gefangen hätte, oder? Ah, drei von so und so vielen. Von denen brauche ich also auch noch welche. Wie geht's hier weiter? Okay, hier kommt man so ein bisschen runter, ohne runter zu stürzen. Da sind Hühner, die brauche ich jetzt aber nicht. Da vorne war der Spawnpunkt irgendwo dann. Pengolett. Okay, hier geht es steil runter. Ah, hab mir nichts verletzt. Ach so, diesen Dingens haben wir ja auch noch hier, ne? Ah. Da müssen wir auch noch gucken, was wir damit anstellen können mit diesen Fox. Keine Ahnung, wie sie weiter heißen. Ja. Und die da. Wir laufen mal weiter darunter und gucken, ob wir noch irgendwo eine Art finden, die wir noch aufsammeln können, oder? Aber der Spawnpoint oder Schnellreisepunkt. Ja. Warte mal, gehen wir zum Schnellreisepunkt. Wir sind ja aus diesem Lager. Dann können wir doch mal gerade noch ins Lager gucken, oder? Hey, geh mal an der Seite. Wo war denn das? Schillet. Hier, kleines Dorf. Da fahren wir mal hin. Okay. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Holz. Oh, da steht einer. Verlässliche Miliz. Okay. Noch schießt er nicht. Das heißt, oh, wir können ansprechen. Hey Trainer, es ist mittlerweile kaum noch jemand hier, aber bevor rein das Syndikat aufgetaucht ist, lebten hier viele mehr. Es reicht mir kaum noch zum Leben. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Gegen Bezahlung mache ich alles. Okay. Da ist auch noch jemand. Da sind noch zwei. Ist hier schon mal ein richtig großer, starker Pal über den Weg gelaufen? Meine Hypothese ist ja, dass solche Pale so etwas wie Anführer sind, die andere als Balsänger kontrollieren. Wenn man so einen zu einer Gefährten macht, könnte wäre das praktisch. Aber sei bloß vorsichtig, die sind mega stark. Okay. Noch jemand? Ist hier schon einmal ein Pal nach einem Gegenstand angekommen? Wenn du einen Pal aus den Augen verloren hast, frag doch mal beim Palenhändler nach. Wenn ein Pal auf dem Markt verkauft wird, kannst du ihn vielleicht zurückkaufen. Das Ryan Syndicate verkauft gestohlen oder gebildete Pal durch Händler. Diese sind ein übler Haufen, wenn sich doch nur jemand ihren Anführer vorknöpfen würde. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Kann man da an der Kiste was machen? Nein. Schönes Dorf hier, aber nichts Besonderes. Warum blinkt das Bauen? Was kann ich bauen? Was sollte ich bauen? Da sitzt noch einer am Tisch. Der ist am Futtern. Hast du schon mal eine Höhle erkundet? Ich habe gehört, dass Höhlen voll von seltsamen Pals sein sollen. Außerdem gibt es Pals, die dort alle möglichen Schätze zusammentragen und horten. Wenn du mal eine Höhle finden solltest, sag mir Bescheid, okay? Da schläft noch jemand. Jetzt krieg ich bestimmt einen vor den Latz, weil ich die wecke. Willkommen, oh, ein neues Gesicht. Du musst einen weiten Weg hinter dir haben. Jetzt hier bist du müde nach langer Reise, Brüder, also ruh dich aus. Okay, na super. Schlaf weiter. Ist hier noch was? Oh, das sieht schick aus. Was ist das?
Noch einer. Paarländer. Ah, willkommen, schau dich ruhig um. Wir handeln nur legalen Pals, also keine Sorge. Kaufen. Was kostet denn so ein Paar? Okay, die sind. Die können wir alle selber fangen. Der hier wäre interessant, weil, obwohl mittlerweile können wir den Dire Hole oder Dire Owl können wir jetzt auch selber holen. Und was ist das? Ein Yoltok. Der macht Blitze und der sammelt irgendwie. Also, weiß ich nicht. Und wenn ich verkaufe, wie geht das? Okay. Was kriege ich denn dafür? 97 Gold und 5000 muss ich bezahlen oder was? Ich muss ja immer rechtsklicken. Das ist lächerlich, oder? Der würde 110 bringen und der 105, 101, 135. Ja, kannst du vergessen. Was für ein Preis, ey. Und jetzt wird schon wieder dunkel, so ein Shit. Verlässlich, von der sind wir hergekommen. Okay, lass uns noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was anderes finden. Ah, da steht noch einer in der Hütte. Ah, der sieht auch schick aus. Wahrscheinlich ist das der Händler dann, oder? Willkommen, schau dich ruhig um. Fahrende Händler, okay. Erstmal verkaufen. Da kriegen wir ein Essen für. Na super, da kriegen wir zwei für. Da wir die im Stall haben, würde ich die auch verkaufen. Ach so, da kriege ich 10, 20 für. Okay, Verkauf. Ich habe schon 516 Gold. Wo kommen die denn weg? Schicki-Fleisch? Nee. Eier brüten wir selber. Das heißt, die können wir auch verkaufen. Die würde ich auch verkaufen, weil wir da genug von haben. Goldmünzen bringen 51. Ich weiß aber nicht, wofür so gut sind. Und die Bären sammeln wir oben auch selber, können wir hier auch verkaufen. Pfeile brauchen wir. Das ist eine Keule, die brauchen wir nicht mehr, die kann weg. Und die Eier lassen wir mal so. 135, dann habe ich 615. Was können wir kaufen? Oh. Ist das Hasenohren Haarreif Bauplan 1? Wofür soll das gut sein? Schaltet das Rezept für Hasenohren Haarreif ungewöhnlich frei. Die Gegenstand kann fortan mit Hilfe von primitiver Werkbank gefertigt werden. Okay. Hexenhut. Wofür ist das gut? Keine Ahnung. Melone. Schaltet das Rezept für Toko-Toko-Hut frei. Schaltet das Rezept für Bumus-Hut. Ungewöhnlich frei. Scheiß Rezept für Peking. Gut, ungewöhnlich frei. Das bringt mir alles nichts. Schwache Medizin bringt mir auch nichts. Was sind das hier für Samen? Weizensamen, okay. Ei, brauche ich nicht. Ein Horn. Unter anderem zur Herstellung für Medizin verwendet, okay. Knochen, aber das brauche ich jetzt auch nicht. Was ist das? Elektrodrüse. Giftdrüse und Feuerdrüse. Dieses in dem Dingens gibt es hier nicht, ne? Ne. Ja, bringt mir jetzt nicht so wirklich was. Schwache Medizin. Das wäre jetzt für dieses erkältete Huhn da, was wir da haben. Naja, aber ich glaube, da sparen wir nochmal und gucken, ob vielleicht gibt es auch einen anderen Händler oder wenn man das nächste Mal kommt, gibt es was Besseres. Weiß ich nicht, weil das war jetzt nicht so cool. So, ich glaube, wir gehen mal da oben hin und fahren wieder zurück an unsere Basis. Dann stelle ich mir gerade noch die Frage, wie ich den Endgegner kriege, weil das ist da oben die Aufgabe, ne? Schauen wir mal, oder? Hier ist unsere Heimat. Was ist das? Da ist die Ebene des Aufbruchs. Okay, das war das erste, glaube ich. Dann zurück in die Basis. Kurz gucken hier, was haben sie gemacht? Die gebratenen Dinger sind fertig. Rezept wählen. Jetzt können wir hier noch Chiki-Spieß und Lambert. Okay. Ich glaube, da können wir mehr machen, ne, oder? Oh, da können wir so viele machen. Ja, dann lass die mal alle braten. Dann kriegen wir da auch für die Viecher genug zu essen raus. Oh, da ist sogar nicht mehr ganz viel drin. Das ist ja passend, dass wir das jetzt gerade fertig haben.
Es wäre Nummer 5, Fleisch, okay. Wie sieht das da hinten aus? Da sind noch mehr Bären, die wir jetzt gerade gesammelt haben, ne? Aber die kriegen wir jetzt hier nicht mit rein, oder? Ne, ich glaube, das geht jetzt dadurch nicht mehr. Schade. Ach, guck mal an, was wir hier für Wolle haben, oder was war das? Naja, da müssen wir einen Sammler noch finden, der das wegbringt. Oder sind die Kisten schon wieder voll? Das kann natürlich auch noch sein, ne? 4000 von 4000. Oder ist das der Zustand der Kiste? Ist der Zustand der Kiste? Ich glaube, da schnarcht irgendwo einer. Ja. Was haben wir denn noch so? Pilze? Also für diese Kiste jetzt nichts, würde ich sagen. Ja, nicht lacht, wir haben ja noch eine zweite hier. Diese hier, die wollte ich irgendwo. Eine Palsaft, wo kriege ich eine Flüssige, die sich aus Pals gewinnen lässt? Hat eine hohe Viskosität, ziemlich nützlich. Ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Warte mal, das kann man auch stacken hier. Feuerdrüse und das ist eine Eisdrüse. Okay, Lambda-Fleisch, das können wir erstmal hier lassen. Nicht hier lassen. Die Münzen lassen wir mal hier. Und den Park kann ich dann noch irgendwo ableveln. Gehen wir da mal hin. V. Da brauchen wir zwei für einen Angriff. Maximale LP. Dann warten wir lieber zwei ab, oder? Ja. Und F wären wir. Was können wir machen? Wir brauchen vier, haben aber nur eins. Okay, das heißt, da können wir auch nichts machen. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir jetzt auch mal schauen, dass wir selber schlafen gehen, auf den nächsten Tag warten und dann gucken wir weiter, ne? Ich würde aber sagen, wir machen auch hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.